Hau rein. Ist das beides gleich? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Boah, es stinkt schon beides. Nein, es spricht gar nicht so schlecht. Ah, so. Boah, sind die hart. Boah, damn. Boah, hast du es schon probiert? Mm-mm. Mm. Ah! Ah! Nicht da vorher. Spür schnell. Und es geht besser mit Wasser. Nicht. Das ist einfach Bockhaut. Das ist Fisch. 100 Pro. Das knuspert durch. Einfach laut. Möchtest du deine? Keine Ahnung. Das ist ein toter Fisch. Weißt du das? Das ist irgendwie wie wenn man ein frisches Brot kauft, klein anschneidet und irgendwie zu unten legt. Ist es da? Das ist mir aber wie so Chips. Hat der andere Snack hier weg? Wieso? Weißt du, wie ich? Hm? Ich schmecke wie so Chips. Das ist Fisch, garantiert. Wow, wie das ist. Das ist wie wenn du eine Kuh in den Arsch beißt, Mann. Auf eurer Lederung. Boah, das sieht aus wie Hühnerfüße. Trocknete. Oder. Boah, wie wächst das? Wie so Holzraspel, nicht? Nein, es sieht übel aus. Boah, und das stinkt jetzt schon. Das ist ein Kabeljau. Ich glaube, es ist Kabeljau. Trocknete Stockfisch oder so. Ich kann nicht ohne Witz. Ich auch. Können wir das auch einfach abschlecken? Leute, am Fest, nehmen wir mal einfach ein kleines. Oh Gott. Nein, komm, wenn schon, Dschungelcamp. Wieso ein Mathe? Weißt du, wahrscheinlich heißt es irgendwie Koralle oder so. Keine Ahnung. Weißt du? Das ist nicht meins. Es ist so ein bisschen fasrig. Und eher aber fischig. Ich bin voll easy. Nur uhrensalzig. Aber das kannst du nicht verbeissen. Ich weiss, was es ist. Ist es so Tintenfisch oder sowas? Okay. Oh Gott, weh. Es ist wie so Gummi, einfach nur Gummi. Mhm. Der Nachgeschmack ist am schlimmsten. Nein, hau da mit dem Zeug. Das ist wirklich, das ist übel. Heidelberg schmeckt. Weißt du drauf? Also ein Supermandy. Weißt du, Melone. Man schmeckt es. Schon aus der Dose raus. Ist ja nicht schlecht. Ja gut, zum Wohl. Nach Troje. Troje. Russisch billiger Energy Drink. Oh Jesus. Du musst das Glas. Oder? Oh Gott. Chemischer geht nicht mehr weg. Geil. Naja. Ah. Wie heißt das? Ich habe einen Schweissnigel zuerst. Das ist geil. Heidelberg, passt mir voll. Der ist okay, der. Aber nachher sind wir Power Rangers. Mhm. So ein bisschen an dieser. Der ist mega lecker.
Nicht. Und dann? Das ist wie wenn du Pfizzerli auflöst. Musst du mal schmecken, es schmeckt wie Pfizzerli. Die Figolette. Boah, das schmeckt genau wie Pfizzerli. Geil. Was? Ja, das sind flüssige Pfizzerli. Oh, Jesus! Ich habe so ein normales Red Bull Geschmack erwartet, dann kommt immer so eine Melone und kriegt mir in die Presse. Was? Das ist noch gut. Also weißt du, wie die normalen so. Also der geht, aber der? Eine Melone. Aber der ist einfach süß. Wieso überhaupt so ein Geschmack? Ich weiß nicht, trinke ich das nie am Morgen. Ja, draußen trinke ich Wodka. Konfitüre. Süße. Darf ich dich streichen? Fick dich. Ja, okay. Ich vertraue dir aber nicht. Hä? Nein, ich weiß schon. Okay, die werden uns vergiften. Atschika. Es hat auch scharf. Es hat schon Chili drauf. Es hat schon Chili. Es ist und so rot. Es ist alles rot und es brennt. Es sieht gar nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus. Ich habe Angst. Du kannst wieder anfangen. Ich habe das Brot hier bei dir. Oh! Wieso aber ich passt den Teilen? Ja, voll. Das passt doch nicht zu Gipfeli. Finde ich. Oder? Okay, wow. Draussen könnt ihr nicht scharf machen. Mhm. Das ist eher so ein bisschen mellow. Nein. Das ist einfach nicht. Das ist eine Teigpaste. Pur. Also, nachdem ich die Putin oben ohne auf einem Rost gesehen habe, habe ich mehr Schärfe erwartet. Ja, nein, oder? Ja. Das ist das Beste. Das ist ja scharf, kann ich da mitgeben. Es ist nicht so scharf wie erwartet. Es schmeckt doch ein bisschen mega lecker. Ja, also lecker ist etwas anderes. Es würde nur feinere Sachen geben. Aber das ist richtig fein. Und so tomatig, so mega frisch. Haben wir es frisch gemacht? Heute Morgen? Tomatenpresse. Tomatenpresse, ein bisschen Chili drin. Ich hasse es, wenn ich gefilmt habe. Oh mein Gott. Leck du mir. Was ist das? Zuerst habe ich gedacht, man kann es mega gut schneiden. Ich hätte eine Füllung erwartet. Oh, das war hart. Warm. Warme Luft, die du musst kauen. Aber es schmeckt da. Ist noch warm. Mhm. Also. Wie so ein Teigklumpen. Voll. Ich soll den Fisch. Wenn es so ein Fisch ist, dann kill ich mich. Mal, hast du nicht gern Fisch? Ja, nicht so getrockneten Fisch wie vorher. Ah, ich glaube, ich weiß, was er ist. Nicht so viel. Und? Voll akzeptabel. Also da war nichts. Der hat keinen Geschmack. Nichts. Jetzt ist irgendwie noch Soße drin oder sowas. Schmeckt nach Fisch und Teig. Aber nicht mehr so krass wie vorher. Mhm. Und es ist warm.
Das schmeckt einfach noch gar nicht. Mhm. Man kann es nicht gut schlucken. Weißt du, Mann? Das ist wie Schuhsohl oder so. Kackts. Kackts. Das tönt schon wie Kacke. Russischer Kwas. Oxpuverix. Lass mal die Tipps. Was ist's? Russischer Kwas-Kack. Ist das irgendwie fein? Ah, Oxpuverkchin. Aber lass mal das an. Wow. Getränk auf Gersten, Roggen, Malz, Extrakt, Basis. Okra-Chinini. Oder so. Mhm. Oh Gott, es ist gefisst. Oh Jesus. Okay. Oh, das sieht ja aus. Das ist schon nicht so viel. Ist das. So lang. Hat doch mega langes Bier immer noch als Softdrink geltet. So ein bisschen Schiss. Nein. Quatsch. Na Strovie. Na Strovie. Nein. Es ist nicht schlecht. Es ist irgendwie ungewohnt. Gell, aber glaub, wenn du sie gewöhnt wärst, dann ist es voll easy. Mhm. Es ist wirklich nicht schlecht. Ja, wie Bier. Mhm. Voll okay. Bier ohne Alkohol. Oh, die Lichter. Das ist wie so ein starkes Bier. Ohne ja, aber Bier. Komisch. Also nicht grusig, einfach speziell. Das ist Russland. Es ist einfach, no. Weißt du, du hast aber immer noch den verdammten Fisch in der Nase. Schmeckt schon mal. Wieso rasseln für Babys? Also da wäre da jetzt Fisch drin. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Holz. Schlag es mal auf den Tisch. Nein, es ist nicht es gar nicht kaputt. Wo brauchst du auf die also nach russischer Art, dass man dann glaubt, gerade vom Dienst ab. Wir machen wir doch das, oder? Also gut. Mein Gott. Richtig gruselig. Voll trocken. Es geht. Es ist trocken. Aber es schmeckt nicht schlimm. Ui. Ja. Oh Gott. Das sind nicht meine Teile gut hier. Weißt du nicht lange. Mhm. Wie schnell es schnell fertig gegessen hat. Ich verstecke wahrscheinlich das. Aber ich finde das Konzept ist noch cool mit dieser Krippe. Kannst du sie auch so. Kannst du sie aber. Ja, das war aber nicht so benutzen, so in Ausgang. Wenn du zum Hunger hast, kannst du einfach abbeissen. Grusig ist es nicht, aber es ist so trocken, es ist süß und salzig. Mhm. Das ist ein bisschen komisch. Aber hey, Russland. Das ist einfach etwas. Einfach etwas. Fuck! Ist ja easy, aber ich werde es niemals essen, so freiwillig. So, oh ja, oh, Würste, die Schnarre. Weißt du, das ist ja voll gechargt. So, wieso? Du bist ein Arsch. Fuck, Mann.